Resilienz als Gebot der Stunde. Unser aktuelles Leben kann ganz schön herausfordernd sein. Selbst wenn es uns gelingt, die Nachrichten auszublenden und uns wirklich nur mehr auf die Menschen, Umstände und Dinge zu konzentrieren, die uns wirklich wichtig sind, werden wir gelegentlich aus dem Gleichgewicht geraten. Das Stichwort Resilienz ist daher groß im Kommen. Dabei ist es nichts Neues. Es bedeutet einfach nur, in schwierigen Situationen innerlich auf eine gesunde Distanz zu gehen. Unsere emotionale Stärke ist ein wichtiger Verbündeter im Alltag. Gerade sie sollten wir gut pflegen und im Auge behalten. Wirklich lernen kann man Resilienz leider nicht so einfach. Aber man kann sie sich mit ein paar einfachen Tricks ein wenig antrainieren und somit jeden Tag ein bisschen vertrauter machen. In unserem heutigen Video stellen wir dir 7 Gewohnheiten vor, die dich emotional stark machen. Wenn dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gern mit einem Daumen nach oben, abonniere Psychologie im Alltag, aktiviere die kleine Glocke und sei gespannt auf die Videos, die wir täglich für dich hochladen. Nummer 1. Mit der Vergangenheit Frieden schließen. Wer im Alltag der Gegenwart ohnehin schon gefordert ist, sollte endlich die Vergangenheit ruhen lassen. Abgesehen davon, dass man absolut nichts mehr an ihr ändern kann und seine Energie für leere Kilometer vergeudet, ist sie wie ein Schatten, der uns das Licht raubt. Wenn dir Rituale helfen, schreibe deine Verletzungen und deine ungelösten Konflikte aus der Vergangenheit auf ein Blatt Papier. Nimm eine Schale und zünde das Blatt an. Bedanke dich im Geiste für diese wertvolle Lektion und schließe sie hiermit ab. Nummer 2. Grenzen setzen. Diese wichtige Strategie nannte man früher einfach gesunden Egoismus. Allerdings war dieser Begriff vielen Menschen zu negativ behaftet. Sich auf gesunde Art und Weise abzugrenzen, kann aber manchmal im wahrsten Sinne des Wortes lebenswichtig sein. So viele Menschen und all ihre Belange zerren und ziehen tagtäglich an uns. Überlege dir gut und gerne auch ein wenig radikal, wer davon wirklich wichtig für dich und deine Lieben ist. Bei der nächsten unangenehmen Situation stell dir im Geist die einfache Frage, wichtig oder nicht? Du wirst feststellen, dass das Prädikat wichtig verdient nicht vieles in unserem Leben. Das bedeutet nicht, dass wir gleichgültig und ignorant unserem Umfeld gegenüber werden sollen. Aber der Selbstschutz hat eindeutig Vorrang vor den Problemen und dem Drama anderer Menschen. Nummer 3. Deinen Werten und Prinzipien treu bleiben. Versuche nicht, jemanden werden zu wollen, der dir nicht liegt. Manchmal wäre es schon sehr bequem, oberflächlich und flatterhaft durchs Leben zu schweben, ohne einen einzigen tiefsinnigen Gedanken. Die Moral ein wenig locker zu nehmen, klingt auch verführerisch und einmal so richtig die Zügel schleifen zu lassen, wäre ja praktisch wie Instanturlaub. Wir Menschen sind aber nicht so gestrickt, dass wir uns von einem Tag auf den anderen völlig von dem verabschieden, was uns wichtig ist und wertvoll. Wenn du nicht der Typ für Unverbindlichkeit, Belanglosigkeiten oder oberflächliche Flirts bist, dann bleib am besten so. Wenn deine politischen und ethischen Ansichten in einer Runde komplett zerlegt werden, lass dich nicht von deinem Weg abbringen. Du weißt selbst und rein intuitiv am besten, was gut für dich ist. Nummer 4. Dankbarkeit bewusst praktizieren. Der Weg zum Seelenfrieden führt über die Dankbarkeit. Der Weg zum Glück führt über die Zufriedenheit. Wenn du dir jeden Tag vor Augen führst, wie besonders und reich dein Leben ist, dann bist du auf dem besten Weg. Die meisten Menschen fokussieren sich ausschließlich auf die Dinge, die sie gerne hätten. Schätze bewusst jeden Tag aufs Neue, was du schon alles erhalten hast. Ein gutes Leben ist keine Selbstverständlichkeit. Wenn Gesundheit und ein solides Einkommen dir zuteil wurden, bist du im Prinzip ein reicher Mensch. Aber Dankbarkeit steckt auch in vielen kleinen Dingen. Je mehr du diese in deinem Alltag erkennst und spontan innerlich dankbar dafür bist, desto zufriedener und glücklicher wirst du in der Folge werden. Positiver Nebeneffekt dieser Übung? Du wirst feststellen, wie viele gute Dinge dir im Laufe eines Tages so passieren. Grüne Welle im Morgenverkehr, kurze Schlange an der Supermarktkasse, ein gut aussehender Typ, der dir die Tür aufhält,
All das trägt nachhaltig dazu bei, dass deine Stimmung sich außerordentlich verbessern wird. Nummer 5. Ungesunde Glaubenssätze kritisch überdenken. Was uns immer wieder unseren Seelenfrieden raubt, sind die inneren Kritiker, die wir teilweise bereits seit unserer Kindheit mit uns herumschleppen. Wenn dich solche inneren Stimmen immer wieder daran hindern möchten, über dich hinauszuwachsen, musst du ihnen entgegentreten. Nur weil deine Eltern, Lehrer oder sonstige Bezugspersonen irgendwann einmal der Meinung waren, dass du dies oder das niemals können wirst, bedeutet es nicht, dass sie recht hatten. Wenn Ex-Partner dir eingeredet haben, dass du unattraktiv oder nicht liebenswert bist, mach mit diesem mentalen Backflash die Übung aus unserem ersten vorgestellten Punkt. Solche dummen, antiquarischen Wortspenden haben im Hier und Jetzt nichts mehr verloren. Dass sie uns immer noch präsent sind und auf den sprichwörtlichen Geist gehen, liegt daran, dass unser Gehirn Negatives besser speichert als Positives. Was ursprünglich ein ausgeklügeltes Konzept in Sachen Überlebensmechanismus von Mutter Natur war, ist heute nicht mehr ganz so elementar für unseren Alltag. Nummer 6. Realistisch-optimistisch bleiben. Die Geisteshaltung der Zukunft. Realistischer Optimismus. Wer positiv durchs Leben geht, zieht Positives an. Dennoch tut man gut daran, den Autopiloten mit der rosaroten Brille gelegentlich kritisch zu überprüfen. Es schadet einer positiven Lebenseinstellung absolut nicht, sich eine Portion Realitätssinn zu bewahren. Es gibt Situationen im Leben, wo ein Tanz im Regen oder eine mentale Übung zur Erschaffung eines Regenbogens dich nicht mehr weiterbringen, so schön sie auch sind. Bleib optimistisch und behalte die Realität trotzdem im Auge. Vorhaben, wo du selbst als geübter Profi-Optimist von vornherein ernsthafte Bedenken über deren geglückten Ausgang hast, solltest du am besten gleich von deiner Agenda streichen. Resilienz bedeutet auch, dass wir uns unsere Energie sinnvoll einteilen und achtsam mit ihr umgehen. Nummer 7. Erfolg nach ganz persönlichen Kriterien definieren. Was ist Erfolg für dich? Hast du dir das jemals ganz ehrlich und ohne Seitenblicke auf Freund, Kollegen oder Familie überlegt? Was Erfolg für dich bedeutet, entscheidet nämlich niemand außer dir. Nur weil Geschwister eine akademische Laufbahn oder eine Karriere mit guten Verdienstmöglichkeiten angestrebt haben, muss dich das noch lange nicht glücklich machen. Wenn du lieber daheim bei den Kindern bleibst, perfekt. Glückliche Kinder, deren Eltern das ermöglichen können. Wenn du gerne künstlerisch tätig bist, bleibe am Ball und lebe deine Kreativität. Solange du niemandem schadest, ist jeder Weg, den du einschlägst, der richtige. Es ist übrigens völlig in Ordnung, den Begriff Erfolg einfach nur mit schönes Leben zu übersetzen. Die besten Dinge sind ohnehin umsonst. Oder wurde dir für einen Sonnenuntergang oder einen schönen Waldspaziergang schon einmal eine Rechnung geschickt? Unser heutiges Fazit: Wahre Stärke kommt von innen. Manche Menschen haben es einfach drauf. Nichts und niemand scheint sie aus der Ruhe bringen zu können. Wieder anderen Menschen fällt es enorm schwer, sich auch nur für ein paar Minuten aus ihrem mentalen Hamsterrad zu befreien. Emotionale Stärke ist allerdings essentiell, um leichter durch das Leben zu kommen. Wer jede Kleinigkeit auf die Goldwaage legt, wird irgendwann mit dem bloßen Alltag völlig überfordert sein. Wer jedoch auch in echten Krisen und Ausnahmesituationen einen kühlen Kopf und ein ruhiges Herz bewahren kann, den bringt auf dem Hochseil des Lebens nichts aus dem Gleichgewicht. Das war's für heute. Wenn dir unser heutiger Beitrag gefallen hat, dann teile ihn gerne mit Freunden auf Facebook oder WhatsApp. Vielen Dank fürs Zusehen.